Herzlich willkommen, Freunde, zurück zu einem weiteren angespielt Eckcar, das Eierauto. Don't drop the egg. Das heißt, wir müssen aufpassen anscheinend, dass das Ei nicht vom Auto runterfällt. Ja, wir haben sogar die Möglichkeit, im Shop was zu kaufen. Hier haben wir die Programmierung und alles mit dabei. Die ganzen Leute, die ja mitgewirkt haben. Wie kann ich hier weg? Ne, lass das. Shop. Reach 25 Meter, 50 Meter, 75 Meter, 100 Meter. Dann kriegen wir anscheinend immer größere und breitere Autos, die uns etwas mehr Sicherheit geben, das Ei zu transportieren. Und ich würde sagen, wir starten mal. Tap, Dings, oder? Oh Gott, oh Gott. Wow, jetzt habe ich wieder rausgetappt. Das ist doch scheiße, Mann, was soll denn das? So, jetzt hier, jetzt gehe ich nicht mehr auf ein anderes Fenster hier rauf. Es ist ja ätzend. So, nochmal. Alter, das ist schwierig, holy shit. Wow. Wie ist das zum Geier denn möglich? Das Ding ist doch sowas von sensibel. Behindertes Ei. Kann doch nicht sein, was ist das für ein Ei? Welcher Idiot haut da ein Ei rauf, ohne es festzubinden oder festzukleben? Ich würde es wahrscheinlich eher festtackern, ey. Das ist ein riesiges Ei. Ah, ich will die anderen Autos haben, die sind viel geiler. Oh, um bis zu 25 Meter zu kommen, ist ja fast unmöglich. Gerade wenn die ganze Zeit hier so ein Müll kommt. Schön mit Fingerspitzengefühl. 11 Meter hier. Ach du Kacke, ey, was ist das denn? Ist das dein Ernst? Soll ich denn wieder hochkommen? Es ist doch unmöglich! Was ist denn das für eine Schräge? Wie soll das bitte möglich sein? Kannst du mir das erklären? Komm, mach hin hier, du Pissauto. Wow. Ja, sehr ruhig. Ein Meter bin ich gefahren. Ich glaube, ich muss es vielleicht so machen. Ich bin jetzt sogar ganz hinten. Damit die dicke Seite da hinten ist. Ja, ganz klasse. Und sie nicht ganz so... So, die dicke Seite soll mal da hinten bleiben. Geht doch. Und jetzt nicht bewegen, du scheiß Ei. Guck mal, wie empfindlich dieses Ei ist, Alter. What the fuck? Was macht ihr mit diesem Ei? Ja, okay. Was da hinten ist, ist ja noch schlimmer. Es ist wieder andersrum. Ich werd irre. Ah, vielleicht ist es doch so besser. Das ist lächerlich. Also bis zu 25 Meter zu kommen, ist ja fast schon unmöglich. Ey, guck's dir mal an, das ist so lächerlich, Mann. Was sind das für behinderte Scheißberge? Das ist doch nicht möglich. Guck's dir mal an hier, Alter. What the fuck? Das nicht beschleunigen. Was ist das für ein... Was ist das für ein Fuck-Ei? Ohne Scheiß, Mann. Das ist aber immer in den 11 Metern hängen geblieben. Genau hier. Es ist bei den 11 Metern, kommt immer so eine Schräge. Was soll das? Es ist doch überhaupt nicht möglich. Guckst du mal an, wie das Ei gleich rüberfliegt. Na komm, Leute, ist doch lächerlich. Was ist das denn ein scheiß Spiel, ey? Nicht möglich, ohne Scheiß. Ne, ich hab da keinen Bock mehr drauf.
Das ist ein dummes Spiel. Bei 11 verliert man hundertprozentig immer. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand schon mal geschafft hat, weiterzukommen. Und wenn ja, wie zum Geier schafft man sowas? Nee, also ich hatte keinen Bock weiter. Ecker, wer spielen möchte. Das ist jetzt, glaube ich, das kürzeste angespielt. 5 Minuten? Na, ich glaube bestimmt noch kürzere. Ist ein beschissenes Spiel, finde ich. Richtig behindert. Weil 25, bei 11 Meter kommt immer diese Schräge. So, einmal mal. Njo! Oh, 0 Meter, geil. Tja, wie gesagt, wer spielen möchte. Ecker, Videobeschreibung finden sich die Links zum Spiel. Könnt ihr gerne selber mal testen. Ich glaube nicht, dass man über 11 Meter rauskommt. Das finde ich unmöglich. Guck dir mal diese Schrägen an. What the fuck? Was sind das für Schrägen? Ich kann es so transportieren, ja? Ha, ha, ich habe 12 Meter geschafft. Und. Wow! 18 Meter! Knackt das! So, damit war es das gewesen mit Angespielt. Ciao, Leute. Viel Spaß dabei, selber zu verzweifeln. Ekka, bis dann. Ciao.